Nach Fukushima denken viele Länder über ein Ende der Nuklearenergie und den Rückbau unserer alten, zum Teil technisch überholten und potenziell gefährlichen Kernkraftwerke nach. Doch haben die Erbauer der AKWs überhaupt die Möglichkeit eines solchen Rückbaus eingeplant? Erstaunlicherweise ist die Frage des Rückbaus noch neu. Und deshalb ist schon die technische Machbarkeit ein großes Problem. Das Problem ist, nach dem Abbau des Reaktors bleiben wir auf dem Atommüll sitzen, für den wir keine Lösung haben und vielleicht auch nie haben werden. Wir Bürger wollen ihn nicht. Wir wollen ihn nicht in der Region, nicht in Frankreich, nicht auf dieser Erde. Wir wollen dieses wahnsinnige Zeug nicht. Die Zahl der völlig unterschätzten und nicht analysierten Risiken bei einem industriellen Rückbau ist überwältigend. Länder wie Frankreich, Deutschland oder die USA wissen inzwischen, dass der Rückbau eines Atomkraftwerks ein langes und heikles Unternehmen ist. Einige sind bereits seit 20 Jahren damit beschäftigt. Die technischen Probleme sowie die Risiken für Mensch und Umwelt häufen sich. Und außerdem verschlingen diese Unternehmungen horrende Summen. So müssen wir uns heute die Frage stellen, sind wir überhaupt in der Lage, unsere Atomkraftwerke zurückzubauen? Als eines der Länder, das am stärksten auf Kernenergie setzt, entschied sich Frankreich für einen sofortigen Rückbau seiner älteren Reaktoren. 9 von ihnen werden derzeit an 6 Standorten abgebaut, zum Teil seit über 20 Jahren. Hier in der Bretagne, in der Nähe des Dorfes Brennilis, mitten im regionalen Naturpark, siegt eines der ältesten französischen Atomkraftwerke dahin. Doch Touristen können beruhigt sein. Die EDF, die Nationale Elektrizitätsgesellschaft, hat alles im Griff. Die Strategie von EDF ist, stillgelegte AKWs unverzüglich rückzubauen, um diese Aufgabe nicht auf künftige Generationen abzuwälzen. Dementsprechend wurde der Rückbau in Brennilis über einen Zeitraum von 10 Jahren zwischen 1997 und 2007 durchgeführt, wobei bereits 50% realisiert wurden. Wir haben hier alles Mögliche, sogar Gerüste und Wege, die zur Zeit des Betriebs genutzt wurden. Wir haben Rohrleitungen mit großem Durchmesser, so wie hier, die Wasser beförderten. Wir haben hier auch eine kleine Pumpe. Hier bitte aufpassen. Vor 20 Jahren wollte EDF Brennilis zu seinem Musterbeispiel für den Rückbau machen. Der Betreiber hatte aber möglicherweise nicht die Risiken einkalkuliert, die der Rückbau eines Atomkraftwerks mit sich bringt. Sie müssen wissen, dass ein Rückbau weder ein Abbruch noch ein Abbau ist. Es ist viel mehr als das. Wegen der nuklearen Stoffe und der Materialien, die während des Betriebs des Atomkraftwerks radioaktiv verseucht wurden. Damit muss man sich beim Rückbau befassen. So ist es kein einfacher Abbau oder Abbruch. Im Rahmen eines Rückbaus geht es also darum, nach und nach die Einzelteile eines komplexen Puzzles abzubauen und einzulagern, die zum Teil noch hunderttausende Jahre gefährlich sein werden. Der Abbau läuft in 3 Phasen ab. In der ersten Phase wird der nukleare Brennstoff entnommen, der nach seiner Entladung 2 Jahre lang in einem Kühlbecken aufbewahrt wird. Auch die Leitungen werden entleert.
Phase 2 wird in zwei Etappen durchgeführt. Zunächst werden die Gebäude abgebaut, die keinen Kontakt zur Radioaktivität hatten. Und dann alle Elemente, die in der Nähe des Reaktorblocks waren und erst dekontaminiert werden müssen, bevor sie eingelagert werden. Die dritte Phase, die heikelste, besteht schließlich darin, den Reaktorblock zu zerstören, den Teil mit der höchsten Radioaktivität. Diese drei Phasen sind zeitlich nicht begrenzt. Ein Rückbau kann 30, 50 oder gar 60 Jahre dauern. Und die einzelnen Phasen können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, welche Probleme dabei auftauchen. In Deutschland weiß man, dass ein Rückbau eine langfristige Aufgabe ist. An den Ufern der Ostsee dauert der Rückbau des riesigen Kernkraftwerks Lubmin schon 20 Jahre. Hier haben die Arbeiter reale Erfahrungen mit dem Thema Rückbau gesammelt. Also dies ist, wie gesagt, die Steuer- und Leitzentrale des ehemaligen gesamten Kraftwerkskomplexes, der mit 4, zeitweise auch 5 Reaktorblöcken im Vollleistungsbetrieb war, also unter voller Leistung gestanden hat. In den letzten 20 Jahren arbeiten wir hier am Rückbau dieser insgesamt 5 großen Kraftwerksblöcke. Mehrere tausend Beschäftigte, die dieses Geschäft, die Steuerung, die Überwachung, das konkrete handwerkliche, manuelle Tätigkeit des Rückbaus, die Kompetenz ist hier. Im Jahr 2012 sind wir mit allen wesentlichen Rückbauschritten, das heißen soll Ausräumen, Entkernen der ehemaligen Reaktorgebäude, im Wesentlichen fertig. Die zentralen Arbeiten werden in den nächsten 2-3 Jahren hier abgeschlossen sein. Bis eine Lösung für die Endlagerung gefunden ist, wird der radioaktive Abfall des AKWs Lubmin unter strenger Überwachung vor Ort zwischengelagert. Der Grundsatz ist, Sie haben an jedem Kernkraftwerksstandort in Deutschland ein eigenes Zwischenlager für Kernbrennstoffe. In riesigen Hallen werden Dutzende Dampfturbinen aus dem Rückbau des AKWs gelagert. Besonders stark kontaminierte Elemente. Die können jetzt hier eine Weile, ein paar Jahrzehnte liegen und abklingen. Wenn wir sie jetzt klein machen würden, dann bräuchten wir viele Sicherheitsmaßnahmen, Strahlenschutzmaßnahmen. Es wäre aufwendiger. Wenn wir ein paar Jahrzehnte warten, können wir einfach die Zeit nutzen. Die Radionuklide haben ihre Halbwertszeit, die Materialien klingen ab und dann können wir ohne großen Aufwand die dann irgendwann zerlegen. Das wird aber ein paar Jahrzehnte wird es noch dauern, wenn die hier bleiben. Zwei, eins, bitte umdrehen. Es scheint also, als sei der Rückbau in Lubmin ein Erfolg und als würde der Sicherheit die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Vielen Dank. Keine Kontamination. Bitte durchgehen. Doch die Zwischenlagerung von stark kontaminierten Nuklearabfällen vor Ort versetzt die Umweltschützer in Unruhe. Heinz Wittmer lebt wenige Kilometer von Lubmin entfernt. Er hat alle Kämpfe der deutschen Anti-Atom-Bewegung mitgemacht. Das war eine meiner ersten größeren Aktionen bei Stuttgart in der Nähe. Und da bin ich angekettet an einem Betonfass. Das ist meine eine Hand, steckt im einen Arm, meine andere im anderen. Der Müll sollte von Rheinsberg nach Lubmin gebracht werden. Das war eigentlich eine Endlagerung, die dann stattfindet, weil ich glaube nicht, dass das je wieder dort abgeholt wird. Und für mich und andere war es aber von vornherein klar, das ist eigentlich ein bundesweites Atommülllager. Und sobald sie irgendwie Möglichkeit haben, da Müll hin zu transportieren, werden sie das auch tun. Und bezogen auf, also die atomaren Abfälle aus der DDR sind ja nach der Deutschen Vereinigung in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland übergegangen. Und da gab es die Frage, die Entscheidung, wo werden diese Abfälle
gebündelt? Wo werden sie bestmöglich behandelt und bis zur späteren Endlagerung aufbewahrt? Und Sie haben ja jetzt, Sie sprechen immer von Zwischenlagerung, Sie haben aber in der Zwischenzeit auch beantragt eine unbegrenzte Genehmigung für Zwischenlagerung. Ich meine, was ist eine unbegrenzte Zwischenlagerung anderes als eine Endlagerung? Frankreich und Deutschland wissen nicht, wohin mit ihrem Atommüll. Und sie sind nicht die Einzigen. Die USA, die stolz eine Bilanz von 14 zurückgebauten AKWs vorweisen, machen es auch nicht besser. Ganz in der Nähe von Wiscasset, das sich als das schönste Dorf des Staates Maine präsentiert, sind noch immer die Überreste eines Atomkraftwerks zu sehen. Das Kernkraftwerk Maine Yankee nahm 1972 den Betrieb auf und wurde zwischen 1997 und 2005 rückgebaut. In einer Art Schnellverfahren. Wir standen hinter einer Absperrung, in sicherer Entfernung zu der Explosion. Einige der Zuschauer hatten Babys auf dem Arm oder im Kinderwagen. Nach der Explosion zog eine Staubwolke über uns hinweg. Und ich finde, das ging zu weit. Diese radikale Methode passt zur Geschichte von Maine Yankee. Seit seiner Erbauung hatte es im Kernkraftwerk zahlreiche Zwischenfälle gegeben. Und es verseuchte Ray Shadys Land und Vieh. Der am stärksten radioaktive Abfall liegt auch heute noch dort, unter freiem Himmel. Die Betreiberfirma schlug vor, eine riesige Betonplatte zu gießen, auf der 64 der 100 Tonnen schweren Castor-Behälter mit Atommüll aufgestellt werden sollten. Wir verhandelten mit ihnen auf juristischem Weg und konnten sie immerhin dazu bringen, diese Fässer in kleineren Gruppen auf getrennten Platten aufzustellen. Die einzige Sicherheitsmaßnahme hat also vermutlich darin bestanden, diese Castor-Behälter voll langlebigem Atommüll so aufzustellen, dass man im Falle des Austretens von Radioaktivität sofort eingreifen könnte. Dieser Fall kann jederzeit eintreten. Ich denke, die Stilllegung ist abgeschlossen. Nicht am Standort selbst, denn dort ist immer noch Abfall. Wenn der einmal entfernt ist, müssen wir überprüfen, ob es Rückstände gibt. Auf der Oberfläche der Castor-Behälter gibt es eine gewisse Kontaminierung, zum Beispiel durch Regen. Das muss untersucht werden, wenn dieser radioaktive Abfall woanders hingebracht wird, in ein Sammellager oder Zwischenlager, das die Kernkraftindustrie in den USA hoffentlich bald einrichten wird. Oder vielleicht in ein Endlager, wo wir es tatsächlich geologisch entsorgen können. Trotz monatelanger Verhandlungen dürfen wir das Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks nicht betreten. Wir können gerade noch aus der Ferne den oberen Teil der Betonzylinder erkennen, die den Nuklearabfall enthalten. Dieser Abfall muss verschwinden, da sind sich hier alle einig. Doch nicht, weil er gefährlich ist, sondern weil seine Lagerung zu teuer ist.
Die Lagerung des Materials hinter uns kostet ungefähr $8 Millionen pro Jahr. Und diese Kosten werden von den Stromkunden in Maine und im Rest von New England getragen. Doch selbst wenn wir von der Bundesregierung Geld für die Lagerungskosten bekämen, würde das nicht das eigentliche Problem lösen, das in der Entsorgung dieses Materials liegt. Es stellt sich also die Frage, wie lange es hier gelagert wird. Das könnte lange sein. Mindestens 20 Jahre, schätze ich. Vermutlich 35 bis 40. Möglicherweise 100. Ich weiß es nicht. Die Konsequenz ist klar. Es wird immer mehr Atommüll geben, je mehr AKWs rückgebaut werden. Dieser Müll wird entsprechend seiner Radioaktivität und Lebensdauer eingestuft. In Frankreich sieht diese Einstufung wie folgt aus. Zunächst gibt es die sehr schwach radioaktiven Abfälle. Dann die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle mit kurzer Halbwertszeit. Als nächstes die mittelradioaktiven Abfälle mit langer Halbwertszeit. Und schließlich die hochradioaktiven Abfälle. Aber wohin mit den ganzen Abfällen? Die Frage ist nicht neu. Schon vor 40 Jahren schlugen die Verantwortlichen des französischen Kommissariats für Atomenergie die unwahrscheinlichsten Lösungen vor, wie man sich des Nuklearabfalls entledigen könnte. Parmi les solutions envisagées, il y en a beaucoup. Il y a ceux d'enfouissement par le mouvement des plaques océaniques, dont certaines plaques plongent sous les plaques terrestres, et par ce moyen, les déchets radioactifs qu'on mettrait à l'endroit où se fait ce mouvement de plaques pénétreraient dans la masse en fusion du globe. On les renvoie vers l'intérieur de la Terre. Exactement. Dieses Projekt mit den tektonischen Platten wurde zwar aufgegeben, doch die französischen Kernkraftwerksbetreiber EDF, CEA und Areva haben noch lange die Bürde der Entsorgung von radioaktiven Abfällen zu tragen. Zwischen 1967 und 1969 zerbrechen sie sich nicht den Kopf über Lagerungsprobleme. Die Fässer mit radioaktivem Abfall werden einfach ins Meer gekippt. In Frankreich ist das der Ärmelkanal. Diese versenkten Fässer werden nie wieder gefunden. Mit viel Gespür für Understatement beurteilt die CEA diese Lösung als wenig zufriedenstellend. Und so wird im Jahre 1979 die ANDRA gegründet, die Nationale Agentur für das Management radioaktiver Abfälle. Die französische Politik des Abfallmanagements besteht darin, eine sichere und dauerhafte Lösung für jegliche Art von Abfällen zu finden. Das ist ein Teil der Aufgabe der ANDRA. Dabei achten wir natürlich ganz besonders darauf, dass die Sicherheit immer im Vordergrund steht. Deshalb hat die ANDRA alle Befugnisse, die Bedingungen für die Lagerung zu bestimmen, auch was die Qualität der Konditionierung angeht, sodass die Sicherheit über die gesamte Dauer der Lagerung garantiert ist. Frankreich verfügt über zwei Endlager im Departement Aube. In Morvilliers lagern die sehr schwach radioaktiven Abfälle, hauptsächlich Schutt und Beton, unter anderem aus dem Kernkraftwerk Brennilis. Diese Abfälle verschwinden unter einer mehrere Meter dicken Tonschicht, bevor eine Schicht aus Humus dem Endlager sein endgültiges Gesicht verleiht. Wenige Kilometer entfernt liegt Sulaine, das weltgrößte Endlager für radioaktiven Abfall unter freiem Himmel. Hier lagern schwach- und mittelradioaktive Abfälle mit kurzer Halbwertszeit. Das Endlager von Sulaine dürfen wir nicht besichtigen. Warum?
Das erfahren wir nicht. Doch eines steht fest. Dieser Standort hat eine große Anziehungskraft auf die Atomkraftgegner der Region. Je suis là aujourd'hui, 8 novembre. Il est à peu près 16 heures dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce scintillomètre DG5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit est baissé, puisque là on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations dans notre organisme. Moi, je me souviens d'une image qui m'a frappé. Das Bild hat mich beeindruckt. Misst Bruno in diese Richtung, zählt er 680 Impulse. Als er sich umdreht, sagt er, jetzt sind es nur noch 300. Das heißt, der Rest ist in meinem Körper. Er nimmt die Gammastrahlung auf. An dem Tag habe ich begriffen, was Radioaktivität ist. Die Gammastrahlung hat eine hohe Durchdringungskraft. Doch um in Gefahr zu sein, müsste man permanent neben der radioaktiven Quelle leben. Die Andra bemüht sich ununterbrochen mit entsprechenden Videos, diejenigen zu beschwichtigen und zu überzeugen, die grundsätzlich keine nukleare Müllhalde vor der eigenen Tür möchten. Die Aufgabe der Andra ist es, möglichst transparente und regelmäßige Informationen zu liefern, dank derer die Anwohner erfahren, was tatsächlich geschieht. Und wir stellen fest, dass wir bei allen von der Andra betriebenen Zentren nach und nach das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen konnten. Stellen Sie sich vor, jemand stellt Ihnen einen Misthaufen vors Haus mit den Worten, wir haben beschlossen, ihn hier hinzustellen und das ist gut für Sie. Anfangs wird behauptet, der Misthaufen würde nach Rosen duften, es sei ganz besonderer Mist und so weiter. Dann gibt man ihnen Geld für jeden Quadratmeter, legt ihnen einen Scheck auf den Tisch. Das ist doch nicht in Ordnung. Das wird einem aufgedrängt, denn wer will schon Atommüll in seinem Garten haben? In Solaine wird schon wegen dieses Abfalls hitzig debattiert. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was das Projekt zur Lagerung des hochradioaktiven Abfalls auslöst. Die Andra untersucht bereits seit 20 Jahren die Machbarkeit einer Lagerung in 500 Metern Tiefe in Ton. Sie nennt das Projekt SIGEO. Und wenn wir den offiziellen Aussagen glauben, gibt es dazu keine Alternative. Für die hochradioaktiven, langlebigen Abfälle der französischen Nuklearindustrie reicht eine Lagerung unter freiem Himmel nicht aus. Denn dieser Abfall wird sehr lange Zeit radioaktiv bleiben, möglicherweise hunderttausende Jahre. Und über solche Zeitabschnitte können wir nicht garantieren, dass keine Lecks auftreten werden. Deshalb wurde 2006 in Frankreich und auch international eine Lagerung in tiefen geologischen Formationen beschlossen. Das zeige ich den Besuchern gern, denn wenn man den Leuten von Tonerde erzählt, denken sie häufig an das Material, das Töpfer benutzen oder an Gesichtsmasken. Der eigentliche Name lautet Tonschiefer. Es ist ein tonhaltiges, festes Gestein, das 165 Millionen Jahre alt ist. Es ist durch Ablagerung im Meer entstanden. Während der Sedimentierung wurde das gesamte Wasser herausgepresst. Heute haben wir ein fast undurchlässiges Gestein. Zumindest reicht es für uns aus. Ist das für Sie ein Garant für Stabilität? Ja, das zählt zu den Stabilitätskriterien. Alles ist vorgeplant, von dem Eintreffen der Behälter bis zu ihrer Einlagerung in den Kammern, die in die Tonerde gegraben wurden. Der Lagerungsort wird über Millionen Jahre stabil bleiben.
Das sagt jedenfalls die Ondra. Die Tonerde ist also dabei, das Salz abzulösen, dessen positive Eigenschaften in Bezug auf die Neutralisierung der Radioaktivität einst laut gepriesen wurden. Vor 40 Jahren beschloss man in Deutschland, den radioaktiven Abfall in 500 Metern Tiefe in einem ehemaligen Salzbergwerk zu lagern. Eine sorglose Lagerung in einem Loch im Salzstock, die die Deutschen teuer zu stehen kam. Denn 2004 führte ein Erdbeben dazu, dass Flüssigkeit eindrang. Es entstanden Risse im Salz und einige Wände stürzten ein. Wir sind hier ganz dicht am Deckgebirge. Hier lasten ganz, ganz hohe Drücke. Von hier kommt hierhin auf diese Pfeiler auf. Und Sie sehen hier, was mit diesen Pfeilern passiert. Die blättern auf, und zwar sehr stark und sehr gleichmäßig. Wenn man hier einen Zollstock reinschiebt, dann kommt man, ohne irgendwo ein Ende zu finden, einen Meter, vielleicht zwei Meter rein. Heute weiß man, dass die Fässer deutlich mehr Plutonium enthalten als ursprünglich behauptet, aber auch Kobalt und Strontium. Einige Arbeiter versuchen, die Risse zu stopfen, indem sie Beton hineinspritzen. Andere messen täglich die Radioaktivität im Bergwerk. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn das Deckgebirge aus Buntsandstein übt einen sehr großen Druck auf das Bergwerk aus und verschiebt sich um 15 cm pro Jahr. Man hat außerdem hier T-Träger gezogen, solche Stahlträger. Sie sehen, wie die sich innerhalb weniger Jahre einfach durchgebogen haben, sogar bis zum Riss. Die Radioaktivität, die aus manchen Fässern entweicht, ist so hoch, dass dieser Abfall im Augenblick unzugänglich ist. Deutschland hofft, ihn eines Tages komplett bergen zu können und gibt hier weiter viele Millionen Euro aus. Stübesen hätte ich hier auch notiert. Und auch noch Herrn Welde. Ich habe hier gerade einen Artikel gefunden aus dem Jahr 1973. Da heißt es, die Einlagerung im Salzgestein ist besonders sicher. Und das ist das, was uns auch immer gesagt wurde. Es kamen dann ja auch alle möglichen Minister aus der Bundesregierung, aus der Landesregierung. Die kamen also alle hier nach Asse und die fuhren alle beglückt wieder nach Hause, weil ihnen gesagt wurde von den Wissenschaftlern, hier ist alles sicher, wir sind Wissenschaftler, wir wissen das. Und deswegen hat das dann natürlich auch die Bevölkerung geglaubt. Heute setzen die deutschen Behörden auf Transparenz, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. So finden in der Asse regelmäßig Bürgerbesichtigungen statt. Wir müssen die Menschen wieder dazu bringen, dass sie dem Staat glauben. In Deutschland will man den Weg gehen, dass man ein Tiefenlager baut, also tief im Berg die Abfälle einlagert, um sie dann für Hunderttausende und mehr Jahre vor der Atmosphäre abzuschirmen. Wir sind mitten in der Endlagersuche. Es gibt weltweit noch kein Endlager für radioaktive Abfälle. Ob man das in Granit macht, in Ton macht oder in Salz macht, darüber müssen die Experten sich verständigen. Wichtig ist, anzufangen. Trotz des bitteren Scheiterns im Bergwerk Asse wird mit dem Schacht Konrad ein weiterer Endlagerstandort vorbereitet. In 1000 Metern Tiefe in einem ehemaligen Eisenerzbergwerk. Mit der Vorgabe, dass die dort eingelagerten Abfälle nie mehr umgelagert werden müssen. Langlebige, schwach radioaktive bzw. mittelradioaktive Abfälle sollen hier dauerhaft eingelagert werden.
Dahinter steckt die Überlegung, dass wenn wir diese Abfälle über Tage lagern würden, über Generationen und Generationen hinweg unsere Nachfahren auf diese Abfälle aufpassen müssen. ...40 Kilometer Stollen, ausgehoben von riesigen Tunnelbohrmaschinen. Die Baustelle im Schacht Konrad ist gigantisch. Die ersten Castor-Behälter mit radioaktiven Abfällen werden hier in 2 bis 3 Jahren erwartet. ...3D-Animationen für die Öffentlichkeit zeigen hauptsächlich die mechanische Verarbeitung des Abfalls. Die Sicherheit der Arbeiter in 1000 Metern Tiefe und die der Umwelt an der Erdoberfläche sollen gewährleistet werden. Und es werden auch Modellrechnungen gemacht, wo man immer vom schlimmsten Fall sozusagen ausgeht. Und wenn man sich jetzt die denkbar ungünstigsten Bedingungen zugrunde legt, dann könnte das erste Mal nach 300.000 Jahren geringe Mengen Radioaktivität aus diesem Endlager austreten. Die ist dann aber so weit abgeklungen, dass damit keine Gefahr mehr verbunden ist, dass damit also alle Grenzwerte eingehalten werden. Vor 40 Jahren hieß es, die Asse 2 ist der beste Ort dafür, den es gibt. Und die Wissenschaftler und die Politik und die Wirtschaft, die alle unisono dieses gesagt haben, haben sich geirrt. Wer weiß, ob in 40, in 80, in 120 Jahren sich nicht herausstellt, dass wir uns wieder geirrt haben. Wenn ich Atommüll in einer Art und Weise lager, wo ich nicht wieder herankomme, kann eine spätere Mehrheit diese Entscheidung nicht mehr umkehren. Und das ist für mich ein Punkt, der bei mir gegen die Demokratie läuft. Eine echte Debatte über die Endlagerung in großer Tiefe, das erhoffen sich auch die Einwohner der Region von Bühr. Die Bevölkerung ist besorgt. Also öffnet die Andra ihre Tore für jeden, der sich für das Projekt der Endlagerung von Atommüll interessiert. Die Andra macht gute Öffentlichkeitsarbeit. Ich halte sie auch eher für Kommunikations- als Entsorgungsprofis. Ich habe 40 Jahre in der Branche gearbeitet. Ich weiß, wie das läuft. Manche Menschen glauben sogar, dass die Einlagerung schon begonnen habe. Die sagen, das ist doch schon erledigt. Was willst du da noch machen? Und dazu kommt, dass sehr viel Geld geflossen ist. Das hat ein Abgeordneter erzählt. Aber das ist doch eine Form der Prostitution. Die Leute tauschen ihr Land gegen Geld. Das ist dramatisch. Der Schulbus ist kostenlos, die Müllabfuhr auch, alte Menschen werden mit dem Taxi zum Arzt gefahren. Die Liste ist lang. Es ist skandalös. Die kaufen das Gewissen der Menschen. Die idyllische Vision, die die Andra den Besuchern bietet, beruhigt nicht jeden. Das beweist diese Podiumsdiskussion im vergangenen Mai in einem Dorf in der Nähe von Bühr. Vor einem vollen Saal erklärt Bernard Thuillier, ein Einwohner der Gegend, promovierter Wissenschaftler und Sicherheitsexperte, das Vorhaben in Bühr berge Risiken. Behälter aus Bitumen sollen unter anderem den Wasserstoff entweichen lassen. Wobei der Wasserstoff eine unangenehme Eigenschaft besitzt. Wenn er sich mit Sauerstoff vermischt und die sogenannte untere Explosionsgrenze überschritten wird, die bei etwa 4% liegt, lässt der kleinste Funke den gesamten Raum, in dem sich der Wasserstoff befindet, explodieren. Es besteht Explosionsgefahr. Bertrand Thuillier hat das nicht erfunden, er hat lediglich die 4000 Seiten an Dokumenten der Andra analysiert. So hat er festgestellt, dass dort einige Probleme angesprochen werden, wie das Brandrisiko, das von den Fahrzeugen ausgeht, die beim Einlagern des Abfalls zum Einsatz kommen.
Wenn ein Fahrzeug in einem Stollen brennt, ist es schwierig, die Lüftung plötzlich auszuschalten. Das Personal muss evakuiert werden, der Rauch ausgeleitet. Und eventuell müssen empfindliche Geräte ausgeräumt werden. All das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn der Brand sich ausbreitet, ist die Katastrophe unausweichlich. Unter der Erde sind die Zugangsmöglichkeiten begrenzt und man kann nicht direkt eingreifen, wenn keine Rettungsmannschaften vor Ort sind. Man könnte sagen, wir haben es hier mit einer sehr heiklen Situation zu tun. Hier sind die Referenzdaten und hier haben wir Unsicherheiten bei der Simulation mit einem brennenden Fahrzeug, das einen Lagerbehälter mit Bitumen befördert. Ein Entweichen von Radioaktivität bei einem Brand kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Brand kann also radioaktive Lecks verursachen? Genau. Die Andra schreibt also sinngemäß, diese Lagerung ist gefährlich. Aber wir führen sie trotzdem durch. Der bereits geleistete menschliche und vor allem der finanzielle Aufwand von fast 1 Milliarde Euro sind so groß, dass ein Aufgeben des Projekts nicht in Frage kommt. Wenn Standorte zur Lagerung des Atommülls fehlen, können absurde Situationen entstehen. So wie im Staat Vermont in den USA. Entergy, Betreiber des Atomkraftwerks Vermont Yankee, hat beschlossen, das Leben seiner bereits 40 Jahre alten Anlage weiter zu verlängern. Und das, obwohl jeder die Schließung dieses Kraftwerks erwartet hatte, das vom selben Typ ist wie der Reaktor in Fukushima. Wir denken, dass dieser Reaktor mit jedem Tag des Betriebs gefährlicher wird. Er ist mehr als 40 Jahre alt und es gibt ständig Zwischenfälle. Korrodierte Rohre, unterirdische elektrische Kabel, die einen Kurzschluss haben oder überschwemmt werden. Lecks in den Kühltürmen. Deshalb sehen wir eine besondere Dringlichkeit darin, ihn sofort abzuschalten. Randy Keller ist Anwalt und eine bekannte Figur der Anti-Atomkraft-Bewegung in den USA. Er hat mitgeholfen, den Gouverneur des Staates davon zu überzeugen, den Rückbau des Kraftwerks zu fordern. Bisher hat die Justiz allerdings Entergy Recht gegeben. Vermont Yankee wird also nicht sofort zurückgebaut. Eine Lösung für den dabei anfallenden Atommüll gibt es ohnehin noch nicht. Die Lagerung des Atommülls wird Geld kosten. Aber das Problem ist, dass die sogenannten Lösungen, die unser Energieministerium in Betracht ziehen will, darin bestehen, ihn im Brennelementbecken zu lassen. Das ist eine sehr schlechte Idee. Sie würden ihn auch in einem Castor-Behälter stecken, wie Sie es in Main Yankee gesehen haben, oder den Müll in ein Endlager bringen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Abfälle nicht verlegt werden, bevor nicht ein idealer Lagerplatz gefunden wurde. Und das ist noch nicht geschehen. Ein Rückbau wird immer riskanter, je näher man dem Kern des Reaktors kommt. In Brennelis nimmt EDF nun eine äußerst heikle Bauphase in Angriff, die zu Phase 2 des Rückbaus gehört. Die Zerlegung der riesigen 20 Meter hohen Stahlflaschen, 16 Stück insgesamt, durch die der heiße Wasserdampf zirkulierte, der die Turbinen antrieb. Das Ziel von EDF ist es, diese Wärmetauscher abzumontieren und zu zerschneiden, ohne sie vorher dekontaminiert zu haben.
Das Problem dabei ist, laut Michel Marzin, der 25 Jahre im Kernkraftwerk Brennelis arbeitete, sind die Wärmetauscher stark verseucht. Die Brennelemente hier sind gesinterte Pellets in Hüllrohren. Diese Hüllen bestehen aus Zirkonium und sind möglichst dünn für eine optimale Wärmeleitfähigkeit. Hin und wieder entstehen wegen eines Fabrikationsfehlers oder wegen Überhitzung Risse, durch die Uran aus den Pellets im Inneren austritt. Wir haben hier also Plutonium, Uran und natürlich auch alle Radioelemente aus den Spaltprodukten, die in den CO2-Kreislauf entweichen und dann darin zirkulieren. Sie sind auch in den Wärmetauschern. Es hat im Betrieb eine Kontaminierung gegeben, aber nicht mit schweren Kernen wie bei Plutonium. Bis heute konnte in zahlreichen Messungen kein Plutonium nachgewiesen werden. Dieser ganze Atommüll ist zu 90% sehr schwach radioaktiv und zu 10% mittelradioaktiv. Bevor Sie die Wärmetauscher zerschneiden, sollten Sie sie dekontaminieren. Sonst treten langlebige und hochradioaktive Produkte aus und setzen sich an den Wänden der undurchlässigen Hülle ab. Dann muss der Beton abgekratzt werden. Das dauert ewig. Und die Arbeiter werden dabei kontaminiert. Die in Brennelis verfolgte Strategie ist umso überraschender, als EDF in Chaux in den Ardennen mit den Dampfturbinen, Elemente, die mit den Wärmetauschern vergleichbar sind, genau gegenteilig verfährt. Diese drei Dampfturbinen wurden aus dem Reaktor herausgeholt. Die beiden, die Sie hier sehen, wurden chemisch dekontaminiert. Das heißt, fast die gesamte Radioaktivität in ihren Röhren wurde entfernt. Diese Röhren standen in Kontakt mit dem primären Kühlmittel, das wiederum Kontakt zum Brennstoff hat. Das Ziel ist es, sie aus Sicherheitsgründen als Block ins Endlager zu schicken, da jedes Aufschneiden zusätzliche Risiken bergen würde. Verstehe. Dekontamination ohne Zerschneiden in Chaux, Zerschneiden ohne Dekontamination in Brennelis mit einer möglichen Gefährdung der Arbeiter. Das befürchtet Dominique Huez, der 30 Jahre als Arzt im Kernkraftwerk Chinon gearbeitet hat, wo sich zurzeit ein Reaktor im Rückbau befindet. Eines weiß ich, selbst wenn es gut dekontaminiert wird, ist es das am Ende trotzdem nicht, weil die gefährlichsten radioaktiven Stoffe im Metall stecken und wieder austreten werden. Sobald man beginnt, sie zu zersägen und mit dem Lichtbogen zu zerschneiden, verursacht man Plasmadämpfe, die radioaktive Strahlung beinhalten. Wenn man also zu mir sagen würde, ich zerschneide und dekontaminiere nicht vorher, würde ich, wenn ich vor Ort wäre, nur fragen, wie werden die Arbeiter geschützt? Im deutschen Lubmin ist der Strahlenschutz ein ständiges Anliegen und die Erfahrung der Arbeiter ermöglicht es ihnen, das Risiko zu begrenzen. Manchmal werden sie auch durch Roboter ersetzt. Die Zerlegung unter Wasser ist notwendig, weil die Aktivität der Bauteile so immens hoch ist, dass jede Zerlegung im Prinzip an Luft und der anfallenden Teile problematisch ist für die Handhabung der oder für die Tätigkeiten mit Personal dort. Hier haben wir unter Wasser die Möglichkeit, Wasser schirmt ab, dass diese ganzen Arbeiten ohne eine erhöhte Dosisleistung realisiert werden können. Das kontaminierte Wasser wird eingeschlossen und gelagert. Ein großer Teil der Stammbelegschaft des Kernkraftwerks wurde für den Rückbau beibehalten. Die Männer kennen die Örtlichkeit und ihre potenzielle Gefahr sehr gut. So wird das Risiko einer Kontaminierung reduziert.
Genau wie anderswo ist auch in Deutschland diese Weitergabe von Wissen nach der endgültigen Stilllegung eines Atomkraftwerks unentbehrlich. Leute, oder wenn man nicht gleich in die Rückbauphase geht und auch die Leute, jüngere Kollegen nachzieht, dann wird man ein Problem bekommen, dass man dann vor Einrichtungen steht, die keiner mehr kennt, wo man sich dann erst wieder mit beschäftigen muss, wie ist das Ganze aufgebaut. Das heißt, dieses ganze Problem wird für die Zukunft durchaus bestehen bleiben, wenn man nicht darauf achtet, dass man jüngeres Personal auch für die Stilllegung nachzieht. Le transfert de connaissances. Die Übermittlung von Wissen zwischen denen, die das AKW betrieben haben, und denen, die es rückbauen werden, ist äußerst wichtig. So kann die bestmögliche Kenntnis der Anlage vermittelt und die Risiken minimiert werden. Der sofortige Rückbau entspricht übrigens auch der unternehmerischen Verantwortung. Denn hier werden Entscheidungen für kommende Generationen getroffen und der Rückbau wird nicht auf sie abgewälzt. Die Erfahrung mit der Anlage ist ein gutes Argument, das allerdings auch umgesetzt werden muss. Wenn wir uns aber heute die Kraftwerke ansehen, die rückgebaut werden, in erster Linie Brennelis, Chinon und Saint-Laurent, dann stellen wir fest, dass RDF diese Erfahrung überhaupt nicht nutzt. Sie entscheidet ausschließlich nach finanziellen Aspekten und greift auf externe Dienstleister zurück. Exklusiv du recours à ses prestataires. In den meisten Fällen hatten diese Subunternehmer mit dem Betrieb des Kraftwerks nichts zu tun. In Wahrheit werden also diese als Subunternehmer tätigen Arbeiter in Frankreich von einem Standort zum nächsten gekarrt und kennen keinen davon. Das andere Argument, die kommenden Generationen müssten geschützt werden, zieht ebenfalls nicht. Denn wegen der Langlebigkeit mancher Abfälle werden unsere Nachkommen diese Last hunderttausende Jahre tragen. Auf den Baustellen häufen sich die Probleme. Was in Brennelis passiert, ist ein perfektes Beispiel dafür. EDF hat nicht genügend Personal beschafft, um die Baustellen zu kontrollieren. Wir waren bei mehreren Subunternehmen auf verschiedenen Ebenen. Auf den unteren Ebenen wird eben billig gearbeitet. Ich habe Videos mit Leuten gesehen, die normale Staubsauger dabei hatten oder sich beim Flexen fast den Schädel gespalten hätten. Es gab dort, wo sie geflext haben, keine doppelte Ausgangsschleuse. Und beim letzten Besuch traf die CLI auf einen Arbeiter mit kontaminierten Handschuhen. Und die EDF wusste nicht, wo es sich kontaminiert hatte. Sind Sie zum Beispiel sicher, dass Herr X von der Firma Y, der auf Ihrer Baustelle arbeitet, für die Sie verantwortlich sind, über die nötige Kompetenz und Ausbildung verfügt? Das muss er vorweisen. In jedem Fall habe ich die Amtsgewalt. Er muss es dem Geschäftsträger vorweisen und ich kann alles jederzeit stoppen, wenn ich feststellen sollte, dass die Regeln und die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Leider können die Folgen eines Rückbaus erst lange nach den Arbeiten bewertet werden. Denn strahleninduzierte Krankheiten brechen manchmal erst 15 oder 20 Jahre, nachdem man der Strahlung ausgesetzt war, aus. Der Belegschaft wurde gesagt, also auch mir, dass man sich keine Gedanken machen muss, irgendeiner Art von Radioaktivität ausgesetzt zu sein. Denn diese Strahlung sei eh so gering, und selbst wenn dort Strahlung wäre, würde diese Strahlung durch die Lagerung im Steinsalz quasi aufgesaugt werden. Keiner der Mitarbeiter hat irgendetwas in Frage gestellt, weil man ja darauf vertraut, dass der Arbeitgeber sich schon darum kümmert.
Jahre nachdem er das Bergwerk Asse verlassen hatte, erfuhr Egbert Duranovic, dass er an Leukämie erkrankt war. In dem Moment oder zu diesem Zeitpunkt ging mir das wohl irgendwie durch den Kopf, dass da mal etwas war. Aber man kann diesem Gedanken in diesem Zustand nicht mehr folgen. Und erst Jahre später ist mir klar geworden, als auch hier wieder aktuell über die Asse berichtet wurde, was da passiert ist. Also es hat bei mir viele Jahre gedauert, bis ich auch mental da reagieren konnte. Herr Duranovic hat in einem Endlager gearbeitet, was nach Bergrecht geführt wurde. Dort hat es nicht Strahlenschutz nach den Standards gegeben, wie er in einer kerntechnischen Anlage eigentlich notwendig ist und wie er heute übrigens auch in der Asse ja praktiziert wird. Herr Duranovic hat nie einen Dosimeter getragen, aber die damaligen Betreiber haben für Herrn Duranovic einen Dosimeter geführt und haben am Ende des Tages hingeschrieben 0 Millisievert. In Frankreich grenzt der Umgang mit den Arbeitern dieses Bereiches an Menschenverachtung. Sie werden nicht regelmäßig medizinisch betreut, obwohl sie 80% der Strahlendosis in den Kraftwerken ausgesetzt sind. Vor einigen Jahren galten für die Subunternehmer die arbeitsrechtlichen Gesamtvereinbarungen der Metallindustrie. Inzwischen gelten überwiegend die der Reinigungsbranche. In den letzten 20 Jahren hat sich die Situation erheblich verschlechtert. Sie werden nicht als vollwertige Akteure bei der Stromerzeugung angesehen und sie fühlen sich auch ein bisschen abgeschoben. Sie fühlen sich nicht nur so, sondern sie werden auch tatsächlich ins Abseits gestellt. Die Anerkennung berufsbedingter Krebserkrankungen ähnelt einer Lotterie oder einem Hindernislauf. Man wird nicht gut beraten, nicht gut begleitet. Mehr als die Hälfte der Erkrankungen werden nicht anerkannt, obwohl sie erwiesen sind. Ich denke, wir müssen die Zahl der Krebserkrankungen, die anerkannt werden sollten und es nicht werden, mit 10 multiplizieren. Warum das so ist? Weil es in diesem Land eine Atomlobby gibt, die zwar über die finanziellen Mittel verfügt, die Behandlung dieser Erkrankungen zu übernehmen, es aber nicht will. Denn das würde bedeuten, dass das Risiko für Menschen untragbar ist. Es ist völlig unsinnig, selbst wenn man der Meinung ist, das Atomprogramm sollte fortgeführt werden. Hier gibt es ideologische Blockaden. Es ist sehr schwer, Krebserkrankungen anerkennen zu lassen, die durch ionisierende Strahlen bedingt sind. Der Betreiber ist sich seiner Macht so sicher, dass er manchmal die Regeln vergisst. Das ist in Saint-Vulbas der Fall, einem kleinen Dorf am Rhoneufer im Departement Aube. Hier steht das Kernkraftwerk Bugey und nur wenige Meter davon entfernt die Gewächshäuser von Leonard Rosen. 20 Jahre lang nutzte der Gärtner das warme Wasser aus dem Kernkraftwerk, um seine Gewächshäuser zu heizen. Doch im Jahr 2010 begann die EDF mit dem Bau einer Halle zur Lagerung von radioaktivem Abfall, dem Projekt ESEDA. Ich habe angefangen, mir wirklich Sorgen zu machen, als sie mit dem Bau der Anlage begonnen haben, direkt vor uns, also an den Grenzen zu ihren Grundstücken. Dabei war ich nie gegen die Nuklearindustrie. Ich bin nicht gegen EDF, nicht einmal gegen Nuklearabfall. Aber ich bin gegen Nuklearabfall auf meinem Grund und Boden. Und jetzt haben wir ihn ja praktisch vor der Haustür. Im Grunde will EDF hier ein nationales Zentrum zur Lagerung von Atommüll bauen. In dieser Animation ist zu sehen, dass alles vorgeplant wurde, inklusive der Beseitigung von Herrn Rosens Gewächshäusern. Vor lauter Begeisterung verstieß EDF allerdings gegen das Gesetz.
Und so blockierte der kleine Gärtner den mächtigen Betreiber. Im Moment ruhen die Bauarbeiten. Der lokale Bebauungsplan für dieses Gebiet erlaubt dem Kraftwerk den Betrieb und unter anderem auch den eigenen Abfall zu verwalten. Das Iseda-Gebäude soll sich aber um den Abfall aus 9 weiteren AKWs in ganz Frankreich kümmern. Es wurde also zu einem Zweck errichtet, der nicht dem Bebauungsplan entspricht. Ganz einfach. Und das, was Herr Rosen tun wollte, nämlich die Öffentlichkeit informieren, wurde vom Verwaltungsgericht geahndet. Das ist alles. Dieses Grundstück wird für ein Gebäude genutzt, das dem Bebauungsplan nicht entspricht. Es bleibt ein empfindliches Thema. Und ein Aufenthalt in der unmittelbaren Nähe des Kernkraftwerks Bugey ist nicht zu empfehlen. Schon nach wenigen Minuten taucht die Gendarmerie auf, um uns zu überprüfen. Guten Tag. Wir drehen einen Dokumentarfilm. Pierre-Yves Joly, Rechtsanwalt. Leonard Rosen ist daran gewöhnt, dass Druck ausgeübt wird. Wir haben im März 2010 Rechtsmittel gegen den Bau eingelegt. Einen Monat später haben sie dann plötzlich das warme Wasser abgestellt. Dementsprechend hatten wir 2010 beträchtliche Verluste. 2011 haben sie dasselbe getan. Das kommt uns teuer zu stehen. Und haben Sie heute warmes Wasser? Es ist wieder abgedreht. Sie haben es Ende April abgestellt, angeblich, weil Sie nicht für die Wasserqualität garantieren können. Die einzige Lösung für EDF wäre, wenn Saint-Vulbas seinen lokalen Bebauungsplan ändern würde. Und das ist auch vorgesehen, denn hier kann man EDF wohl nichts abschlagen. Wir denken, es hat Druck aus der Politik und von der EDF gegeben, denn das Unternehmen verteilt in der Gegend, besonders in Saint-Vulbas, viel Geld. Und das allein ist schon ein Druckmittel. Man spürt deutlich, dass es die Weisung gab, wir machen reinen Tisch und wählen neu. Um diese Änderung des Bebauungsplans durchzuboxen, haben sie der ICEDA ein neues Gewand gegeben und ihr ein Ausbildungszentrum für ihre schnelle nukleare Eingreiftruppe zur Seite gestellt, sowie einen Schnellimbiss, irgendwas in der Art. Dieses Paket wird geschnürt und es heißt, das schafft 200 bis 250 Arbeitsplätze. Erpressung durch Arbeitsbeschaffung ist in Zeiten von großer Arbeitslosigkeit immer überzeugend. Es gab also eine 180-Grad-Wende. Exzessive Lobbyarbeit wird auch Entergy in Vermont vorgeworfen. In einer strukturschwachen Gegend, wo Pleiten an der Tagesordnung sind, hat es der amerikanische Betreiber leicht, seinen Willen durchzusetzen. Sie bringen das ökonomische Argument vor. Die Beschäftigung würde die örtliche Wirtschaft ankurbeln. Für den Betrieb des Kraftwerks müssten sie vor Ort Materialien kaufen. Sie würden zusätzlich zu ihren Arbeitern Elektriker und Klempner aus der Gegend anstellen und so weiter. Sie sagen immer wieder, die Wirtschaft in Vermont würde sonst zusammenbrechen. Wenn Vermont Yankee geschlossen wird, hat das Auswirkungen. Sie beschäftigen 600 Menschen, davon kommen 200 aus Vermont. Und sie wenden ziemlich hinterhältige Taktiken an, wie ich finde. Sie spenden sehr großzügig an gemeinnützige Organisationen, an Suppenküchen und andere Einrichtungen, die sich um Obdachlose kümmern. So verunsichern sie die Helfer und Mitarbeiter und bringen sie dazu zu sagen, es wird verheerend. Wir werden diese Spenden von Vermont Yankee nie ersetzen können.
Diese Schule hat im Grunde Entergy gebaut. Sie wurde mit Steuergeld von Vermont Yankee errichtet. Und natürlich sind die Menschen dafür dankbar. Viele von ihnen sagen, Entergy sei ein sehr guter Nachbar, der das örtliche Rote Kreuz, die Pfadfinderinnen und den Bau der Schule unterstützt hat. Sie verteilen sehr viel Geld. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, sie haben die Leute gekauft. Die Macht der Atomlobby zeigt sich manchmal auch über Propaganda. In Bayern zum Beispiel setzt der Betreiber in Niedereichbach auf die Rückkehr des Grases. Nach dem Rückbau erobert sich die Natur ihren Platz zurück. Der Reaktor des Kraftwerks wurde 1995 rückgebaut. Und heute trifft man an dieser Stelle auf schottische Kühe und ihren Eigentümer. Ich habe mir natürlich zur Bedienung gemacht, bevor ich dahergekommen bin, wie ich mit den Leuten geredet habe, dass wenn meine Kühe da sind, nicht bloß zu meiner Sicherheit, auch zur Sicherheit der Leute, die dann von mir das Fleisch kaufen, wenn das erste Tier geschlachtet wird, muss das von einer unabhängigen Universität kontrolliert werden. Das ist auch erfolgt. Das habe ich schriftlich bekommen, was da für Rückstände sind. Und die sind in keinem Fall irgendwie anders oder höher wie irgendwo. Radioaktive Rückstände von allen möglichen Teilen gibt es überall. Im Bayerischen Wald viel schlimmer wie zum Beispiel hier. Aber da ist nichts, was darauf hindeutet, auf die Radioaktivität dieses ehemaligen Kernkraftwerks. Meine Kühe weiden auf den bestvermessensten Platz der Welt, was die Radioaktivität betrifft. Es sind die am besten überwachten Kühe der Welt. Und Ludwig, der dafür bezahlt wird, dass er hier ist, ist der am besten gesponserte Bauer Deutschlands. Ich bin mir schon bewusst, dass das für die E.ON-Leute eine gute Geschichte ist. Also es fahren ja tagtäglich zig Busse rum mit Besuchern. Und die fahren halt jetzt da vorbei und wird gesagt, da war das Kernkraftwerk und jetzt weiden da die Kühe. Das ist mir bewusst, dass das in dieser Form verwendet wird. Das ist natürlich ein Musterbeispiel der Propaganda der Atomenergie. Nebenbei gesagt steht aber auf dieser Wiese jetzt wesentlich was Gefährlicheres als wie die Kühe. Es ist ja unmittelbar daneben, Sie haben es vielleicht gesehen, eine große Lagerhalle. Das ist ein Atommülllager, ein Atommüllzwischenlager, genehmigt für 40 Jahre. Hier stehen die Kastoren drin. Die stehen da drin und warten bis auf eine Endlagerung. Und das ist der Nimmerleinstag. Auf der ganzen Welt kann sich kein Land der Frage entziehen, ob wir den politischen Willen und die Mittel haben werden, den Rückbau der Atomkraftwerke zu finanzieren. Deutschland zum Beispiel hält sich sehr bedeckt, was die Kosten für die Abschaltung und den Rückbau seiner 17 Atomreaktoren bis 2022 betrifft. Bekannt ist, dass allein die Rückkehr zur grünen Wiese in Niedereichbach 90 Millionen Euro verschlungen hat. Und man schätzt, dass der Rückbau der 5 Reaktoren in Lubmin nach 20 Jahren die 4-Milliarden-Euro-Marke erreichen wird. Die Diskretion Deutschlands ist verständlich. Denn die Schätzungen für die Rückbauvorhaben im Land schwanken zwischen 45 und 300 Milliarden Euro für einen Zeitraum von 20 Jahren. Schwindelerregende Zahlen. In Frankreich schätzen EDF und Areva, dass sie mit 18 Milliarden Euro genügend Rückstellungen für den Rückbau der 58 Reaktoren des Landes haben. Wenn wir die 58 französischen Reaktoren nehmen, wobei ich weder La Hague mit einbeziehe, noch die militärische Nuklearindustrie, dann liegen wir eher bei 150 Milliarden, ganz grob geschätzt. Es können also auch nur 120 werden, aber genauso gut 170. Wer glaubt, bei der aktuellen Haushaltslage, wo wir Geld für unsere Mitbürger, für soziale Belange und die Wirtschaft ausgeben müssen, dass wir 100 bis 150 Milliarden Euro aufbringen werden, um unsere Atomkraftwerke rückzubauen? Musik
Soweit ich weiß, hat Entergy die Geldmittel für den Rückbau auf dem Aktienmarkt angelegt. Und ich las, dass sie dort 40% ihres Kapitals verloren haben. Dann stimmt es sicherlich, dass Entergy, wenn sie heute ihre Kraftwerke abschalten müssten, das Geld für den Rückbau gar nicht hätten. Erstaunlicherweise ist die Frage des Rückbaus noch neu. Und deshalb ist schon die technische Machbarkeit ein großes Problem. Brennilis ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Doch über die technische Machbarkeit hinaus stellt sich die Frage der finanziellen Machbarkeit. Und da gibt es auch einen Zusammenhang. Denn je mehr technische Probleme es gibt, umso teurer wird es. EDF wollte Brennilis zu einem Beispiel für seine Fähigkeiten, für seine Kompetenz in Sachen Rückbau machen. Doch es wurde ein völliger Flop. Sie mussten feststellen, dass der Rückbau mindestens das 20-fache von dem anfangs öffentlich gemachten Betrag kosten würde, nämlich 480 Milliarden Euro. Für den Rückbau. Das ist ungeheuerlich. C'est gravissime. Als Bürgerin frage ich mich, ob diese Atomkraftwerke tatsächlich irgendwann rückgebaut werden. Denn eigentlich haben wir das Geld dafür gar nicht. Und ich wüsste nicht, wo es zu finden wäre. In allen Ländern der Welt wird der Rückbau der AKWs teurer ausfallen als vorgesehen. Er erweist sich als komplex, langwierig und gefährlich. Und das Abfallmanagement bereitet überall Kopfzerbrechen. Sollen wir also unsere AKWs sofort rückbauen? Haben wir die technischen und finanziellen Mittel, das zu tun und den Atommüll wirklich sicher zu lagern? Das sind wesentliche Fragen zu einem Zeitpunkt, an dem einige Länder erwägen, sich nicht mehr allein auf die Nuklearenergie zu verlassen oder sie gar ganz aufzugeben. Der Standort hat eine große Anziehungskraft auf die Atomkraftgegner der Region. Je suis là aujourd'hui 8 novembre. Il est à peu près 16 heures dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce scintillomètre DG5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit est baissé, puisque là, on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations. Das Bild hat mich beeindruckt. Misst Bruno in diese Richtung, zählt er 680 Impulse. Als er sich umdreht, sagt er, jetzt sind es nur noch 300. Das heißt, der Rest ist in meinem Körper. Er nimmt die Gammastrahlung auf. An dem Tag habe ich begriffen, was Radioaktivität ist. Die Gammastrahlung hat eine hohe Durchdringungskraft. Doch um in Gefahr zu sein, müsste man permanent neben der radioaktiven Quelle leben. Die Andra bemüht sich ununterbrochen mit entsprechenden Videos, diejenigen zu beschwichtigen und zu überzeugen, die grundsätzlich keine nukleare Müllhalde vor der eigenen Tür möchten.
Die Aufgabe der ANDRA ist es, möglichst transparente und regelmäßige Informationen zu liefern, dank derer die Anwohner erfahren, was tatsächlich geschieht. Und wir stellen fest, dass wir bei allen von der ANDRA betriebenen Zentren nach und nach das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen konnten. Stellen Sie sich vor, jemand stellt Ihnen einen Misthaufen vors Haus mit den Worten: Wir haben beschlossen, ihn hier hinzustellen und das ist gut für Sie. Anfangs wird behauptet, der Misthaufen würde nach Rosen duften, es sei ganz besonderer Mist und so weiter. Dann gibt man ihnen Geld für jeden Quadratmeter, legt ihnen einen Scheck auf den Tisch. Das ist doch nicht in Ordnung. Das wird einem aufgedrängt. Denn wer will schon Atommüll in seinem Garten haben? In Solaine wird schon wegen dieses Abfalls hitzig debattiert. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was das Projekt zur Lagerung des hochradioaktiven Abfalls auslöst. Die ANDRA untersucht bereits seit 20 Jahren die Machbarkeit einer Lagerung in 500 Metern Tiefe in Thun. Sie nennt das Projekt SIGEO, noch immer die Überreste eines Atomkraftwerks zu sehen. Das Kernkraftwerk Maine Yankee nahm 1972 den Betrieb auf und wurde zwischen 1997 und 2005 rückgebaut. In einer Art Schnellverfahren. Wir standen hinter einer Absperrung, in sicherer Entfernung zu der Explosion. Einige der Zuschauer hatten Babys auf dem Arm oder im Kinderwagen. Nach der Explosion zog eine Staubwolke über uns hinweg. Und ich finde, das ging zu weit. Diese radikale Methode passt zur Geschichte von Maine Yankee. Seit seiner Erbauung hatte es im Kernkraftwerk zahlreiche Zwischenfälle gegeben. Und es verseuchte Ray Shadys Land und Vieh. Der am stärksten radioaktive Abfall liegt auch heute noch dort, unter freiem Himmel. Die Betreiberfirma schlug vor, eine riesige Betonplatte zu gießen, auf der 64 der 100 Tonnen schweren Castor-Behälter mit Atommüll aufgestellt werden sollten. Wir verhandelten mit ihnen auf juristischem Weg und konnten sie immerhin dazu bringen, diese Fässer in kleineren Gruppen auf getrennten Platten aufzustellen. Die einzige Sicherheitsmaßnahme hat also vermutlich darin bestanden, diese Castor-Behälter voll langlebigem Atommüll so aufzustellen, dass man im Falle des Austretens von Radioaktivität sofort eingreifen könnte. Dieser Fall kann jederzeit eintreten. Ich denke, die Stilllegung ist abgeschlossen. Nicht am Standort selbst, denn dort ist immer noch Abfall. Wenn der einmal entfernt ist, müssen wir überprüfen, ob es Rückstände gibt. Auf der Oberfläche der Castor-Behälter gibt es eine gewisse Kontaminierung. Diese Lagerung ist gefährlich, aber wir führen sie trotzdem durch. Der bereits geleistete menschliche und vor allem der finanzielle Aufwand von fast 1 Milliarde Euro sind so groß, dass ein Aufgeben des Projekts nicht in Frage kommt. Wenn Standorte zur Lagerung des Atommülls fehlen, können absurde Situationen entstehen. So wie im Staat Vermont in den USA. Entergy, Betreiber des Atomkraftwerks Vermont Yankee, hat beschlossen, das Leben seiner bereits 40 Jahre alten Anlage weiter zu verlängern.
Und das, obwohl jeder die Schließung dieses Kraftwerks erwartet hatte, das vom selben Typ ist wie der Reaktor in Fukushima. Wir denken, dass dieser Reaktor mit jedem Tag des Betriebs gefährlicher wird. Er ist mehr als 40 Jahre alt und es gibt ständig Zwischenfälle. Korrodierte Rohre, unterirdische elektrische Kabel, die einen Kurzschluss haben oder überschwemmt werden. Lecks in den Kühltürmen. Deshalb sehen wir eine besondere Dringlichkeit darin, ihn sofort abzuschalten. Randy Keller ist Anwalt und eine bekannte Figur der Anti-Atomkraft-Bewegung in den USA. Er hat mitgeholfen, den Gouverneur des Staates davon zu überzeugen, den Rückbau des Kraftwerks zu fordern. Bisher hat die Justiz allerdings Entergy Recht gegeben. Vermont Yankee wird also nicht sofort zurückgebaut. Eine Lösung für den dabei anfallenden Atommüll gibt es ohnehin noch nicht. Die Lagerung des Atommülls wird Geld kosten. Aber das Problem ist, dass die sogenannten Lösungen, die unser Energieministerium in Betracht ziehen will, darin bestehen, ihn im Brennelement becken zu lassen. Das ist eine sehr schlechte Idee. Sie würden ihn auch in einem Castor-Behälter stecken, wie Sie es in Maine Yankee gesehen haben, oder den Müll in ein Endlager bringen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Abfälle nicht verlegt werden, bevor nicht ein idealer Lagerplatz gefunden wurde. Und das ist noch nicht geschehen. Ein langes und heikles Unternehmen ist. Einige sind bereits seit 20 Jahren damit beschäftigt. Die technischen Probleme sowie die Risiken für Mensch und Umwelt häufen sich. Und außerdem verschlingen diese Unternehmungen horrende Summen. So müssen wir uns heute die Frage stellen, sind wir überhaupt in der Lage, unsere Atomkraftwerke zurückzubauen? Als eines der Länder, das am stärksten auf Kernenergie setzt, entschied sich Frankreich für einen sofortigen Rückbau seiner älteren Reaktoren. 9 von ihnen werden derzeit an 6 Standorten abgebaut, zum Teil seit über 20 Jahren. Hier in der Bretagne, in der Nähe des Dorfes Brennelis, mitten im regionalen Naturpark, siecht eines der ältesten französischen Atomkraftwerke dahin. Doch Touristen können beruhigt sein. Die EDF, die Nationale Elektrizitätsgesellschaft, hat alles im Griff. Die Strategie von EDF ist, stillgelegte AKWs unverzüglich rückzubauen, um diese Aufgabe nicht auf künftige Generationen abzuwälzen. Dementsprechend wurde der Rückbau in Brennelis über einen Zeitraum von 10 Jahren, zwischen 1997 und 2007, durchgeführt, wobei bereits 50% realisiert wurden. Wir haben hier alles Mögliche, sogar Gerüste und Wege, die zur Zeit des Betriebs genutzt wurden. Wir haben Rohrleitungen mit großem Durchmesser, so wie hier, die Wasser beförderten. Wir haben hier auch eine kleine Pumpe. Hier bitte aufpassen. Vor 20 Jahren wollte EDF Brennelis zu seinem Musterbeispiel für den Rückbau machen. Der Betreiber hatte aber möglicherweise nicht die Risiken einkalkuliert, die der Rückbau eines Atomkraftwerks mit sich bringt. Il faut bien voir que démanteler
Sie müssen wissen, dass ein Rückbau weder ein Abbruch noch ein Abbau ist. Es ist viel mehr als das. Wegen der nuklearen Stoffe und der Materialien, die während des Betriebs des Atomkraftwerks radioaktiv verseucht wurden. Damit muss man sich beim Rückbau befassen. So ist ich von einem Standort zum nächsten gekarrt und kennen keinen davon. Das andere Argument, die kommenden Generationen müssten geschützt werden, zieht ebenfalls nicht. Denn wegen der Langlebigkeit mancher Abfälle werden unsere Nachkommen diese Last hunderttausende Jahre tragen. Auf den Baustellen häufen sich die Probleme. Was in Brennelis passiert, ist ein perfektes Beispiel dafür. ÖDF hat nicht genügend Personal beschafft, um die Baustellen zu kontrollieren. Wir waren bei mehreren Subunternehmen auf verschiedenen Ebenen. Auf den unteren Ebenen wird eben billig gearbeitet. Ich habe Videos mit Leuten gesehen, die normale Staubsauger dabei hatten oder sich beim Flexen fast den Schädel gespalten hätten. Es gab dort, wo sie geflext haben, keine doppelte Ausgangsschleuse. Und beim letzten Besuch traf die CLI auf einen Arbeiter mit kontaminierten Handschuhen. Und die EDF wusste nicht, wo er sich kontaminiert hatte. Sind Sie zum Beispiel sicher, dass Herr X von der Firma Y, der auf Ihrer Baustelle arbeitet, für die Sie verantwortlich sind, über die nötige Kompetenz und Ausbildung verfügt? Das muss er vorweisen. In jedem Fall habe ich die Amtsgewalt. Er muss es dem Geschäftsträger vorweisen und ich kann alles jederzeit stoppen, wenn ich feststellen sollte, dass die Regeln und die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Leider können die Folgen eines Rückbaus erst lange nach den Arbeiten bewertet werden. Denn strahleninduzierte Krankheiten brechen manchmal erst 15 oder 20 Jahre, nachdem man der Strahlung ausgesetzt war, aus. Der Belegschaft wurde gesagt, also auch mir, dass man sich keine Gedanken machen muss, irgendeiner Art von Radioaktivität ausgesetzt zu sein. Denn diese Strahlung sei eh so gering, und selbst wenn dort Strahlung wäre, würde diese Strahlung durch die Lagerung im Steinsalz quasi aufgesaugt werden. Keiner der Mitarbeiter hat irgendetwas in Frage gestellt, weil man ja darauf vertraut, dass der Arbeitgeber sich schon darum kümmert. Jahre nachdem er das Bergwerk Asse verlassen hatte, erfuhr Egbert Duranovic, dass er an Leukämie erkrankt war. In dem Moment oder zu diesem Zeitpunkt ging mir das wohl irgendwie. Wenn Vermont Yankee geschlossen wird, hat das Auswirkungen. Sie beschäftigen 600 Menschen. Davon kommen 200 aus Vermont. Und sie wenden ziemlich hinterhältige Taktiken an, wie ich finde. Sie spenden sehr großzügig an gemeinnützige Organisationen, an Suppenküchen und andere Einrichtungen, die sich um Obdachlose kümmern. So verunsichern sie die Helfer und Mitarbeiter und bringen sie dazu zu sagen, es wird verheerend. Wir werden diese Spenden von Vermont Yankee nie ersetzen können. Diese Schule hat im Grunde Entergy gebaut. Sie wurde mit Steuergeld von Vermont Yankee errichtet. Und natürlich sind die Menschen dafür dankbar. Viele von ihnen sagen, Entergy sei ein sehr guter Nachbar, der das örtliche Rote Kreuz, die Pfadfinderinnen und den Bau der Schule unterstützt hat. Sie verteilen sehr viel Geld. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, sie haben die Leute gekauft. Die Macht der Atomlobby zeigt sich manchmal auch über Propaganda. In Bayern zum Beispiel setzt der Betreiber in Niedereichbach auf die Rückkehr des Grases. Nach dem Rückbau erobert sich die Natur ihren Platz zurück.
Der Reaktor des Kraftwerks wurde 1995 rückgebaut. Und heute trifft man an dieser Stelle auf schottische Kühe und ihren Eigentümer. Ich habe mir natürlich zur Bedienung gemacht, bevor ich dahergekommen bin, wie ich mit den Leuten geredet habe, dass wenn meine Kühe da sind, nicht bloß zu meiner Sicherheit, auch zur Sicherheit der Leute, die dann von mir das Fleisch kaufen. Wenn das erste Tier geschlachtet wird, muss das von einer unabhängigen Universität kontrolliert werden. Das ist auch erfolgt. Das habe ich schriftlich bekommen, was da für Rückstände sind. Und die sind in keinem Fall irgendwie anders oder höher wie irgendwo. Radioaktive Rückstände von allen möglichen Teilen gibt es überall. Im Bayerischen Wald viel schlimmer wie zum Beispiel hier, aber da ist nichts, was darauf hindeutet, auf die Radioaktivität dieses ehemaligen Kernkraftwerks. Meine Kühe weiden auf den bestvermessensten Platz der Welt, was die Radioaktivität betrifft. Es sind die am besten überwachten Kühe der Welt. Und Ludwig, der dafür bezahlt wird, dass er hier ist, ist der am besten gesponserte Bauer Deutschlands. Ich bin mir schon bewusst, dass das für die E.ON-Leute eine gute Geschichte ist. Also ich fahre ja tagtäglich zig Busse rum mit Besuch. Ich habe mir natürlich zur Bedienung gemacht, bevor ich dahergekommen bin, wie ich mit den Leuten geredet habe, dass wenn meine Kühe da sind, nicht bloß zu meiner Sicherheit, auch zur Sicherheit der Leute, die dann von mir das Fleisch kaufen. Wenn das erste Tier geschlachtet wird, muss das von einer unabhängigen Universität kontrolliert werden. Das ist auch erfolgt. Das habe ich schriftlich bekommen, was da für Rückstände sind. Und die sind in keinem Fall irgendwie anders oder höher wie irgendwo. Radioaktive Rückstände von allen möglichen Teilen gibt es überall. Im Bayerischen Wald viel schlimmer wie zum Beispiel hier. Aber da ist nichts, was darauf hindeutet, auf die Radioaktivität dieses ehemaligen Kernkraftwerks. Meine Kühe weiden auf den bestvermessensten Platz der Welt, was die Radioaktivität betrifft. Es sind die am besten überwachten Kühe der Welt. Und Ludwig, der dafür bezahlt wird, dass er hier ist, ist der am besten gesponserte Bauer Deutschlands. Ich bin mir schon bewusst, dass das für die E.ON-Leute eine gute Geschichte ist. Also ich fahre ja tagtäglich zig Busse rum mit Besuchern. Und die fahren halt jetzt da vorbei und wird gesagt, da war das Kernkraftwerk und jetzt weiden da die Kühe. Das ist mir bewusst, dass das in dieser Form verwendet wird. Das ist natürlich ein Musterbeispiel der Propaganda der Atomenergie. Nebenbei gesagt steht aber auf dieser Wiese jetzt wesentlich was Gefährlicheres als wie die Kühe. Es ist ja unmittelbar daneben, Sie haben es vielleicht gesehen, eine große Lagerhalle. Das ist ein Atommülllager, ein Atommüllzwischenlager, genehmigt für 40 Jahre. Hier stehen die Kastoren drin. Die stehen da drin und warten bis auf eine Endlagerung. Und das ist der Nimmerleinstag. Auf der ganzen Welt kann sich kein Land der Frage entziehen, ob wir den politischen Willen und die Mittel haben werden, den Rückbau der Atomkraftwerke zu finanzieren. Deutschland zum Beispiel hält sich sehr bedeckt, was die Kosten für die Abschaltung und den Rückbau seiner 17 Atomreaktoren bis 2022 betrifft. Bekannt ist, dass allein die Rückkehr zur grünen Wiese in Niedereichbach 90 Millionen Euro verschlungen hat. Und man schätzt, dass der Rückbau der 5 Reaktoren in Lubmin nach 20 Jahren die 4-Milliarden-Euro-Marke erreicht. Das Ziel von EDF ist es, diese Wärmetauscher abzumontieren und zu zerschneiden, ohne sie vorher dekontaminiert zu haben. Das Problem dabei ist, laut Michel Marzin, der 25 Jahre im Kernkraftwerk Brinelis arbeitete, sind die Wärmetauscher stark verseucht.
Die Brennelemente hier sind gesinterte Pellets in Hüllrohren. Diese Hüllen bestehen aus Zirkonium und sind möglichst dünn für eine optimale Wärmeleitfähigkeit. Hin und wieder entstehen wegen eines Fabrikationsfehlers oder wegen Überhitzung Risse, durch die Uran aus den Pellets im Inneren austritt. Wir haben hier also Plutonium, Uran und natürlich auch alle Radioelemente aus den Spaltprodukten, die in den CO2-Kreislauf entweichen und dann darin zirkulieren. Sie sind auch in den Wärmetauscher. Es hat im Betrieb eine Kontaminierung gegeben, aber nicht mit schweren Kernen wie bei Plutonium. Bis heute konnte in zahlreichen Messungen kein Plutonium nachgewiesen werden. Dieser ganze Atommüll ist zu 90% sehr schwach radioaktiv und zu 10% mittelradioaktiv. Bevor Sie die Wärmetauscher zerschneiden, sollten Sie sie dekontaminieren. Sonst treten langlebige und hochradioaktive Produkte aus und setzen sich an den Wänden der undurchlässigen Hülle ab. Dann muss der Beton abgekratzt werden. Das dauert ewig. Und die Arbeiter werden dabei kontaminiert. Die in Brennelis verfolgte Strategie ist umso überraschender, als EDF in Show in den Ardennen mit den Dampfturbinen, Elemente, die mit den Wärmetauschern vergleichbar sind, genau gegenteilig verfährt. Diese drei Dampfturbinen wurden aus dem Reaktor herausgeholt. Die beiden, die Sie hier sehen, wurden chemisch dekontaminiert. Das heißt, fast die gesamte Radioaktivität in ihren Röhren wurde entfernt. Diese Röhren standen in Kontakt mit dem primären Kühlmittel, das wiederum Kontakt zum Brennstoff hat. Das Ziel ist es, sie aus Sicherheitsgründen als Block ins Endlager zu schicken, da jedes Aufschneiden zusätzliche Risiken bergen würde. Verstehe. Dekontamination ohne Zerschneiden in Show, Zerschneiden ohne Dekontamination in Brennelis mit einer möglichen Gefahr. Die in Brennelis verfolgte Strategie ist umso überraschender, als EDF in Show in den Ardennen mit den Dampfturbinen, Elemente, die mit den Wärmetauschern vergleichbar sind, genau gegenteilig verfährt. Diese drei Dampfturbinen wurden aus dem Reaktor herausgeholt. Die beiden, die Sie hier sehen, wurden chemisch dekontaminiert. Das heißt, fast die gesamte Radioaktivität in ihren Röhren wurde entfernt. Diese Röhren standen in Kontakt mit dem primären Kühlmittel, das wiederum Kontakt zum Brennstoff hat. Das Ziel ist es, sie aus Sicherheitsgründen als Block ins Endlager zu schicken, da jedes Aufschneiden zusätzliche Risiken bergen würde. Verstehe. Dekontamination ohne Zerschneiden in Show, Zerschneiden ohne Dekontamination in Brennelis mit einer möglichen Gefährdung der Arbeiter. Das befürchte Dominik Uez, der 30 Jahre als Arzt im Kernkraftwerk Chinon gearbeitet hat, wo sich zurzeit ein Reaktor im Rückbau befindet. Eines weiß ich, selbst wenn es gut dekontaminiert wird, ist es das am Ende trotzdem nicht, weil die gefährlichsten radioaktiven Stoffe im Metall stecken und wieder austreten werden. Sobald man beginnt, sie zu zersägen und mit dem Lichtbogen zu zerschneiden, verursacht man Plasmadämpfe, die radioaktive Strahlung beinhalten. Wenn man also zu mir sagen würde, ich zerschneide und dekontaminiere nicht vorher, würde ich, wenn ich vor Ort wäre, nur fragen, wie werden die Arbeiter geschützt? Im deutschen Lubmin ist der Strahlenschutz ein ständiges Anliegen und die Erfahrung der Arbeiter ermöglicht es ihnen, das Risiko zu begrenzen. Manchmal werden sie auch durch Roboter ersetzt.
Die Zerlegung unter Wasser ist notwendig, weil die Aktivität der Bauteile so immens hoch ist, dass jede Zerlegung im Prinzip an Luft und der anfallenden Teile problematisch ist für die Handhabung der oder für die Tätigkeiten mit Personal dort. Hier haben wir unter Wasser die Möglichkeit, Wasser schirmt ab, dass diese ganzen Arbeiten ohne eine erhöhte Dosisleistung realisiert werden können. Das kontaminierte Wasser wird eingeschlossen und gelagert. Ein großer sich nicht herausstellt, dass wir uns wieder geirrt haben. Wenn ich Atommüll in einer Art und Weise lager, wo ich nicht wieder herankomme, kann eine spätere Mehrheit diese Entscheidung nicht mehr umkehren. Und das ist für mich ein Punkt, der bei mir gegen die Demokratie läuft. Eine echte Debatte über die Endlagerung in großer Tiefe, das erhoffen sich auch die Einwohner der Region von Buer. Die Bevölkerung ist besorgt. Also öffnet die Andra ihre Tore für jeden, der sich für das Projekt der Endlagerung von Atommüll interessiert. Die Andra macht gute Öffentlichkeitsarbeit. Ich halte sie auch eher für Kommunikations- als Entsorgungsprofis. Ich habe 40 Jahre in der Branche gearbeitet. Ich weiß, wie das läuft. Manche Menschen glauben sogar, dass die Einlagerung schon begonnen habe. Die sagen, das ist doch schon erledigt. Was willst du da noch machen? Und dazu kommt, dass sehr viel Geld geflossen ist. Das hat ein Abgeordneter erzählt. Aber das ist doch eine Form der Prostitution. Die Leute tauschen ihr Land gegen Geld. Das ist dramatisch. Der Schulbus ist kostenlos, die Müllabfuhr auch. Alte Menschen werden mit dem Taxi zum Arzt gefahren. Die Liste ist lang. Es ist skandalös. Die kaufen das Gewissen der Menschen. Die idyllische Vision, die die Andra den Besuchern bietet, beruhigt nicht jeden. Das beweist diese Podiumsdiskussion im vergangenen Mai in einem Dorf in der Nähe von Buer. Vor einem vollen Saal erklärt Bernard Thuillier, ein Einwohner der Gegend, promovierter Wissenschaftler und Sicherheitsexperte, das Vorhaben in Buer berge Risiken. Behälter aus Bitumen sollen unter anderem den Wasserstoff entweichen lassen. Wobei der Wasserstoff eine unangenehme Eigenschaft besitzt. Wenn er sich mit Sauerstoff vermischt und die sogenannte untere Explosionsgrenze überschritten wird, die bei etwa 4% liegt, lässt der kleinste Funke den gesamten Raum, in dem sich der Wasserstoff befindet, explodieren. Es besteht Explosionsgefahr. Bertrand Thuillier hat das nicht erfunden, er hat lediglich die 4000 Seiten an Dokumenten der Andra analysiert. So hat er festgestellt, dass dort einige Probleme angesprochen werden, wie das Brandrisiko, das von den Fahrzeugen ausgeht, die beim Einlagern des Abfalls zum Einsatz kommen. Wenn ein Fahrzeug in einem Stollen brennt, ist es schwierig, die Lüftung plötzlich auszuschalten. Das Personal muss evakuiert werden, der Rauch ausgeleitet. Und eventuell müssen empfindliche Geräte Phase 2 wird in zwei Etappen durchgeführt. Zunächst werden die Gebäude abgebaut, die keinen Kontakt zur Radioaktivität hatten. Und dann alle Elemente, die in der Nähe des Reaktorblocks waren und erst dekontaminiert werden müssen, bevor sie eingelagert werden. Die dritte Phase, die heikelste, besteht schließlich darin, den Reaktorblock zu zerstören, den Teil mit der höchsten Radioaktivität. Diese drei Phasen sind zeitlich nicht begrenzt. Ein Rückbau kann 30, 50 oder gar 60 Jahre dauern. Und die einzelnen Phasen können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, welche Probleme dabei auftauchen. In Deutschland weiß man, dass ein Rückbau eine langfristige Aufgabe ist. An den Ufern der Ostsee dauert der Rückbau des riesigen Kernkraftwerks Lubmin schon 20 Jahre. Hier haben die Arbeiter reale Erfahrungen mit dem Thema Rückbau gesammelt. Also dies ist, wie gesagt, die Steuer- und Leitzentrale des ehemaligen gesamten Kraftwerkskomplexes, der
mit 4, zeitweise auch 5 Reaktorblöcken im Vollleistungsbetrieb war, also unter voller Leistung gestanden hat. In den letzten 20 Jahren arbeiten wir hier am Rückbau dieser insgesamt 5 großen Kraftwerksblöcke. Mehrere tausend Beschäftigte, die dieses Geschäft, die Steuerung, die Überwachung, das konkrete handwerkliche, manuelle Tätigkeit des Rückbaus, die Kompetenz ist hier. Im Jahr 2012 sind wir mit allen wesentlichen Rückbauschritten, was heißen soll, Ausräumen, Entkernen der ehemaligen Reaktorgebäude, im Wesentlichen fertig. Die zentralen Arbeiten werden in den nächsten 2-3 Jahren hier abgeschlossen sein. Bis eine Lösung für die Endlagerung gefunden ist, wird der radioaktive Abfall des AKWs Lubmin unter strenger Überwachung vor Ort zwischengelagert. Der Grundsatz ist, Sie haben an jedem Kernkraftwerksstandort in Deutschland ein eigenes Zwischenlager für Kernbrennstoffe. In riesigen Hallen werden Dutzende Dampfturbinen aus dem Rückbau des AKWs gelagert. Besonders stark kontaminierte Elemente. Die können jetzt hier eine Weile, ein paar Jahrzehnte liegen und abklingen. Wenn wir das könnte lange sein. Mindestens 20 Jahre, schätze ich. Vermutlich 35 bis 40. Probably 35 to 40. Möglicherweise 100. Ich weiß es nicht. I don't know. Die Konsequenz ist klar. Es wird immer mehr Atommüll geben, je mehr AKWs rückgebaut werden. Dieser Müll wird entsprechend seiner Radioaktivität und Lebensdauer eingestuft. In Frankreich sieht diese Einstufung wie folgt aus. Zunächst gibt es die sehr schwach radioaktiven Abfälle. Dann die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle mit kurzer Halbwertszeit. Als nächstes die mittelradioaktiven Abfälle mit langer Halbwertszeit. Und schließlich die hochradioaktiven Abfälle. Aber wohin mit den ganzen Abfällen? Die Frage ist nicht neu. Schon vor 40 Jahren schlugen die Verantwortlichen des französischen Kommissariats für Atomenergie die unwahrscheinlichsten Lösungen vor, wie man sich des Nuklearabfalls entledigen könnte. Parmi les solutions envisagées, il y en a beaucoup. Il y a ceux d'enfouissement par le mouvement des plaques océaniques, dont certaines plaques plongent sous les plaques terrestres, et par ce moyen, les déchets radioactifs qu'on mettrait à l'endroit où se fait ce mouvement de plaques pénétreraient dans la masse en fusion du globe. On les renvoie vers l'intérieur de la Terre. Exactement. Dieses Projekt mit den tektonischen Platten wurde zwar aufgegeben, doch die französischen Kernkraftwerksbetreiber EDF, CEA und Areva haben noch lange die Bürde der Entsorgung von radioaktiven Abfällen zu tragen. Zwischen 1967 und 1969 zerbrechen sie sich nicht den Kopf über Lagerungsprobleme. Die Fässer mit radioaktivem Abfall werden einfach ins Meer gekippt. In Frankreich ist das der Ärmelkanal. Diese versenkten Fässer werden nie wieder gefunden. Mit viel Gespür für Understatement beurteilt die CEA diese Lösung als wenig zufriedenstellend. Und so wird im Jahre 1979 die ANDRA gegründet, die Nationale Agentur für das Management radioaktiver Abfälle. Die französische Politik des Abfallmanagements besteht darin, eine sichere und dauerhafte Lösung für jegliche. Doch eines steht fest. Dieser Standort hat eine große Anziehungskraft auf die Atomkraftgegner der Region. Je suis là aujourd'hui, 8 novembre.
Il est à peu près 16 heures dans l'environnement du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, en train de mesurer le flux de rayonnement gamma avec ce centimètre DG5. Si on pointe le détecteur vers le hangar de déchets radioactifs, on mesure plutôt 470-500 secondes. Mais si on fait face à la forêt, le niveau de rayonnement au même endroit est baissé, puisque là on descend en dessous de 400-300 coups par seconde. Pourquoi ? Parce que mon corps fait écran au rayonnement, c'est-à-dire que mon organisme est en train de recevoir une partie de ce rayonnement gamma. Ça veut dire que si ce rayonnement est atténué, c'est qu'il est atténué dans notre organisme et donc il crée des ionisations dans notre organisme. Moi, je me souviens d'une image qui m'a frappé. Das Bild hat mich beeindruckt. Misst Bruno in diese Richtung, zählt er 680 Impulse. Als er sich umdreht, sagt er, jetzt sind es nur noch 300. Das heißt, der Rest ist in meinem Körper. Er nimmt die Gammastrahlung auf. An dem Tag habe ich begriffen, was Radioaktivität ist. Die Gammastrahlung hat eine hohe Durchdringungskraft. Doch um in Gefahr zu sein, müsste man permanent neben der radioaktiven Quelle leben. Die Andra bemüht sich ununterbrochen mit entsprechenden Videos, diejenigen zu beschwichtigen und zu überzeugen, die grundsätzlich keine nukleare Müllhalde vor der eigenen Tür möchten. Die Aufgabe der Andra ist es, möglichst transparente und regelmäßige Informationen zu liefern, dank derer die Anwohner erfahren, was tatsächlich geschieht. Und wir stellen fest, dass wir bei allen von der Andra betriebenen Zentren nach und nach das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen konnten. Stellen Sie sich vor, jemand stellt Ihnen einen Misthaufen vors Haus mit den Worten, wir haben beschlossen, ihn hier hinzustellen und das ist gut für Sie. Anfangs wird behauptet, der Misthaufen würde nach Rosen duften, es sei ganz besonderer Mist und so weiter. Dann gibt man ihnen Geld für jeden Quadratmeter, legt ihnen einen Scheck auf den Tisch. Das ist doch nicht in Ordnung. Das wird einem aufgedrängt, denn wer will schon Atommüll in seinem Garten haben? In Solaine wird schon wegen dieses Abfalls hitzig debattiert. Doch das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was das Projekt zur Lagerung des hochradioaktiven Abfalls auslöst. Die Andra untersucht bereits seit 20 Jahren die Machbarkeit einer Lagerung in 500 Metern Tiefe in Ton. Geld geflossen ist, das hat ein Abgeordneter erzählt. Aber das ist doch eine Form der Prostitution. Die Leute tauschen ihr Land gegen Geld. Das ist dramatisch. Der Schulbus ist kostenlos, die Müllabfuhr auch. Alte Menschen werden mit dem Taxi zum Arzt gefahren. Die Liste ist lang. Es ist skandalös. Die kaufen das Gewissen der Menschen. Die idyllische Vision, die die Andra den Besuchern bietet, beruhigt nicht jeden. Das beweist diese Podiumsdiskussion im vergangenen Mai in einem Dorf in der Nähe von Bure. Vor einem vollen Saal erklärt Bernard Thuillier, ein Einwohner der Gegend, promovierter Wissenschaftler und Sicherheitsexperte, das Vorhaben in Bure berge Risiken. Behälter aus Bitumen sollen unter anderem den Wasserstoff entweichen lassen. Wobei der Wasserstoff eine unangenehme Eigenschaft besitzt. Wenn er sich mit Sauerstoff vermischt und die sogenannte untere Explosionsgrenze überschritten wird, die bei etwa 4% liegt, lässt der kleinste Funke den gesamten Raum, in dem sich der Wasserstoff befindet, explodieren. Es besteht Explosionsgefahr. Bertrand Thuillier hat das nicht erfunden, er hat lediglich die 4000 Seiten an Dokumenten der Andra analysiert. So hat er festgestellt, dass dort einige Probleme angesprochen werden, wie das Brandrisiko, das von den Fahrzeugen ausgeht, die beim Einlagern des Abfalls zum Einsatz kommen. Wenn ein Fahrzeug in einem Stollen brennt, ist es schwierig, die Lüftung plötzlich auszuschalten. Das Personal muss evakuiert werden, der Rauch ausgeleitet. Und eventuell müssen empfindliche Geräte ausgeräumt werden. All das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn der Brand sich ausbreitet, ist die Katastrophe unausweichlich. Unter der Erde sind die Zugangsmöglichkeiten begrenzt.
begrenzt und man kann nicht direkt eingreifen, wenn keine Rettungsmannschaften vor Ort sind. Man könnte sagen, wir haben es hier mit einer sehr heiklen Situation zu tun. Hier sind die Referenzdaten und hier haben wir Unsicherheiten bei der Simulation mit einem brennenden Fahrzeug, das einen Lagerbehälter mit Bitumen befördert. Ein Entweichen von Radioaktivität bei einem Brand kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Brand kann also radioaktive Lecks verursachen? Genau. Die Andra schreibt also sinngemäß, diese Lagerung ist gefährlich. Aber wir führen sie trotzdem durch. Der bereits geleistete menschliche und vor allem der finanzielle Aufwand von fast 1 Milliarde Euro sind derzeit an 6 Standorten abgebaut, zum Teil seit über 20 Jahren. Hier in der Bretagne, in der Nähe des Dorfes Brennilis, mitten im regionalen Naturpark, siecht eines der ältesten französischen Atomkraftwerke dahin. Doch Touristen können beruhigt sein. Die EDF, die Nationale Elektrizitätsgesellschaft, hat alles im Griff. Die Strategie von EDF ist, stillgelegte AKWs unverzüglich rückzubauen, um diese Aufgabe nicht auf künftige Generationen abzuwälzen. Dementsprechend wurde der Rückbau in Brennilis über einen Zeitraum von 10 Jahren, zwischen 1997 und 2007, durchgeführt, wobei bereits 50% realisiert wurden. Wir haben hier alles Mögliche, sogar Gerüste und Wege, die zur Zeit des Betriebs genutzt wurden. Wir haben Rohrleitungen mit großem Durchmesser, so wie hier, die Wasser beförderten. Wir haben hier auch eine kleine Pumpe. Hier bitte aufpassen. Vor 20 Jahren wollte EDF Brennilis zu seinem Musterbeispiel für den Rückbau machen. Der Betreiber hatte aber möglicherweise nicht die Risiken einkalkuliert, die der Rückbau eines Atomkraftwerks mit sich bringt. Sie müssen wissen, dass ein Rückbau weder ein Abbruch noch ein Abbau ist. Es ist viel mehr als das. Wegen der nuklearen Stoffe und der Materialien, die während des Betriebs des Atomkraftwerks radioaktiv verseucht wurden. Damit muss man sich beim Rückbau befassen. So ist es kein einfacher Abbau oder Abbruch. Im Rahmen eines Rückbaus geht es also darum, nach und nach die Einzelteile eines komplexen Puzzles abzubauen und einzulagern, die zum Teil noch hunderttausende Jahre gefährlich sein werden. Der Abbau läuft in 3 Phasen ab. In der ersten Phase wird der nukleare Brennstoff entnommen, der nach seiner Entladung 2 Jahre lang in einem Kühlbecken aufbewahrt wird. Auch die Leitungen werden entleert. Phase 2 wird in 2 Etappen durchgeführt. Zunächst werden die Gebäude abgebaut, die keinen Kontakt zur Radioaktivität hatten.